zweiten Spielhälfte Rapid gegen Salzburg. Körpersprache, Jungs, oben bleiben, denn die sind genauso müde. Weiterhin viel Einsatz, das alles vor über 24.000 Zusehern hier im Allianzstadion. Baci gegen Ramaglio, schon sehr heftig der Zweikampf. Den letzten Wechsel bei Salzburg. Als Juan Okugawa. Vorbei an Knoblauch. 2-0 Salzburg. Es ist aus. Salzburg gewinnt das Auftaktspiel 2-0. Look, start winning, they start hating. That's just how it is. We ain't stopping now. Nah. Screw the petition. I'm on a mission to live my ambitions. They ain't messing with the visions. They must not be seeing the vision. Es war wichtig, dass wir gleich gut reinstarten. Man nimmt es zwar immer vor, es geht nicht immer, aber in Wien 3 Punkte mitnehmen ist dann schon sehr stark. Ja, wir haben rapid auswärts gleich gehabt in der ersten Runde. Und vor dem Nachspiel haben wir gedacht, eigentlich muss ja die Liga fürchten, wenn nach einem 2-0-Sieg in Hütteldorf der Trainer sagt, wir können besser spielen. Also da denken wir, wow. Wir haben heute unseren Family Day. Das ist schon mehrmals gewesen und das ist nämlich immer ein nettes Treffen dann, wo man alle mal mit den Kindern, Familien zusammen ist. Ist vielleicht nie mehr. Ich genieße diesen Tag, das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Mannschaft, ja, damit wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Willi, was sagst du? Geil. Geil, aber nie wieder. Kranker Shit, krank. Ich war Pilot. Ich fahr mit Motorboot und du hinten rein. Ich fahr Motorboot, weil ich Führerschein, du nicht. Also. Saturday night can't come too soon. I got a one-way ticket on a southbound bus. Ain't no need to the best way of my sin. You know that. Oh mein Gott, der Erdklang ist. Der war, glaube ich, fünf Meter aufgeführt. Deswegen schaue ich aus, weißt du, damit ich auskomme. Warum seid ihr da? Geht auch die Frequenz ein bisschen hoch? Macht sie wohl schon immer hoch? Ja, sicher. Das ist jetzt einmal nur, wie stark dieses Training ihn aktuell belastet. 1,4, also da bist du noch im guten Bereich. Das ist nichts. Ein klein bisschen können wir höher geben. Wir versuchen jetzt so einen 2-Minimol-Bereich zu treffen. Das ist einfach, wie stark die Milchsäure ansteigt. Und ein, zwei Stufen können wir dann noch höher gehen und dann haben wir seinen Trainingsbereich gefunden. Jetzt bin ich in so einer Phase, wo es dann schnell weitergeht. Na, mein Ziel wäre vielleicht Chelsea dann. Es ist ein guter Moment für uns als Verein und ich denke eine gute Erfahrung für Champions League. Na, very good test. We've watched a little bit of video on them this afternoon and they're a team that works hard, a team that likes to press and have high energy, so it's a good test for us. Yeah.
Ich denke, unser Ziel für heute Abend ist alle gute Leistung von allen unseren Spielern gegen einen Top-Top-Gegner. Es ist nicht so einfach, aber wichtig für uns. Wir haben zwei Aufstellungen für dieses Spiel und 11 Spieler auswechseln in der Halbzeit. Wir freuen uns sehr, dass du für uns heute kommentieren kannst, aber du würdest wahrscheinlich lieber spielen gegen Chelsea. Definitiv, ja. Leider das Spiel heute ein Tick zu früh. Alles gut, wie immer. Viel Spaß. Viel Spaß. Im Spiel, haben wir die besseren Chancen gehabt. Chelsea geht in diesem Moment in Minute 20 mit 1:0 in Führung. Wieder wird es gefährlich. Christensen. Vorspiel von Rasmus Christensen. Das ist jetzt wohl Meter, ja. Ein Fuß auf der Linie, geht sie aus. Bitte draußen bleiben. Okay, danke. Super. Das ist nicht der Penalty Area. Thank you, sir. Okay, lasst sie rein. Okay. Ganz sicher verwandelt. 2:0 Chelsea. Und das geht wieder zu einfach. Steht uns wieder Samaseku, war das. Und es steht 3:0 für Chelsea. Wir waren spät, spät, spät. Wir hatten ein paar Momente, weil wir waren in sehr guter Situation, ja, und wir hatten einen Tag, wir waren in einer guten Lage, und dann werden ein Mann ist spät und die nächste Mann ist spät, uff, ja, sie haben Qualität, ja, so, das ist der Grund für dieses Spiel und für nächste Woche ist so, wir verstehen, was ist diese Gegner, okay, Jungs, okay, komm. Ben Muda wieder sprechen und online und bereit für die nächste Mann. Na wieder gelingt es Salzburg jetzt wieder Chelsea enorm unter Druck zu setzen. Erster Treffer der Salzburger. Klasse freigespielt von Ross Barkley und dann dieser Abschluss. Traumtor von Pedro. Salzburg wechselt auch noch einmal. Viel Spaß. Zayer, absolut super gespielt. Oh, Zlatan. Siri! Und es gibt den Meter. That was a tripping. Just a tripping, really. And you will see, it's clear. It's clear, really, I'm sure. One feet on the line, okay? None of this or this. That's a kind of thing, brother. Pedro Batshuayi. Ein bisschen spät. Und sie sind so gut. 5:2 Chelsea, 88. Minute. Takumi Minamino trifft zum zweiten Mal. 8 Treffer sind es dann am Ende geworden. Und das war's.
hat uns ein bisschen zum Champions League Flair nach Salzburg gebracht. And they impressed me very much today. High press, high energy, good players, good to watch, difficult to play against. I think they'll be a very, very tough team to play against for anybody in the Champions League this year. So yes, I think they can have a very good season. Hey, man. Mm-hmm. Hallo, cheers. Hallo. Ich denke, dass heute viel auf Mentalität drauf ankommt. Also gerade nach dem Spiel gegen Chelsea. Jetzt muss er, wenn es schon nach rechts geht, wieder ein bisschen. Wo läuft Sladi hin in der Situation? Gerade der Trainer mit seiner To-Do-List macht das wirklich perfekt, damit man einfach immer als Spieler Aufgaben zu erfüllen hat. Dann kann man sich auch nicht einmal irgendwie zurücklehnen. Wir brauchen eine Tafel, ja. Dann sprechen wir über den Matchplan, kurz mit Video. Das ist gut. Stammplätze gibt es nie in Wahrheit. Also es geht so schnell im Fußball. Er spielt dieselbe Position. Und schau mal die letzten Spiele. Was ist rausgekommen jetzt? Er hat noch immer keine Torchance gehabt. Also du musst kontinuierlich deine Leistung abrufen. Dann wirst du spielen. Victor, Jesse spielt immer rauf oder runter? Ist planning down. Oh, ich denke rot. Ja, yeah, but normally down, huh? Up? I'm not sure. Okay, gut, Jungs. Kurz, aber ein paar gute Szenen hier für To-Do-List. Okay, erster, zweiten Ball gegen Chelsea. Sie spielen lange Ball. Wir kommen alle zusammen hier, schließen unser Netz, spielen vorwärts. Super. Ja, yeah, super. Mit Tempo, mit Schnelligkeit, gefährlich. Trainer sagt immer so schön, empty the tank. Also das wird auch wieder heute notwendig sein. Dieser Rhythmus, es war zu viel für Chelsea in vielen Momenten. Okay? Ganz sicher ist es zu viel für Mattersburg. Okay, Jungs, auf geht's. Auf geht's. Unser Spiel lebt von dem, dass wir immer alles geben. Ansonsten kann man auch gegen Mattersburg sehr schlecht ausschauen. Aber mit Christian Fest, der mit Footballer sich kennt. Holen wir die nächsten drei Punkte, gehen wir, Jungs. Gehen wir! Das gibt 11 Meter. Ola, lecco mio, Ola. Also, Skandal, ehrlich. Er hat nur gewartet auf das. Ich bin Meister auf die Eier.